Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchella und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder ein kleines Opening-Video. Ich habe mir mal was Schönes rausgesucht. Ich brauche nämlich hier noch ein Pet aus Mists of Pandaria. Und keine Sorge, das ist kein altes Pet, sondern das ist ein neues Pet, was mit 9.1 ins Spiel kam. Und dieses können wir aber über einen Pet-Battlemeister aus Pandaria bekommen. Und da gibt es so eine nette Kiste, die heißt Grummelbeutel. Und dort kann ein Pet rauskommen, der Plappergeist. Diesen Beutel, beziehungsweise ich glaube auch den NPC, der sich hinter mir befindet, den gibt es wie gesagt seit 9.1 und dementsprechend auch diesen Beutel. Für Leute, die sich jetzt für Pets nicht so interessieren, könnte es goldtechnisch aber relevant sein, denn das Pet kann man auch im Auktionshaus verkaufen und je nach Server ist es doch ein bisschen was wert. Ich schau mal kurz nach, was es bei mir gerade wert ist. Warte mal, dann geben wir jetzt hier mal nicht gesammelt ein und dann bei den Haustieren. Hier auf Antonia, das ist es gerade 45.000 Gold wert. Auf manchen anderen Servern ist es sogar so 70k im Schnitt im EU-Bereich wert. Also, ja, oder fast sogar 80k. Ist schon ganz nett dafür, dass man eigentlich nicht viel machen muss. Wo sind wir? Und zwar, wir befinden uns einmal in Mists of Pandaria oder Pandaria hier unten, dann im Kunlai-Gipfel und dann sind wir hier bei den Koordinaten 70, 51. Dort beim Tempel des Weißen Tigers, das ist hier oben, haben wir einmal hier diese kleine Nightborn-Tussie und ja, gegen die können wir quasi täglich einmal ein Pet-Battle ausführen. Und beziehungsweise, ich glaube, wir können sie mehrmals Pet Battle, aber es gibt halt eine Daily Quest. Ne? Und für die Daily Quest gibt es einmal diesen netten Beutel. Wichtig zu wissen ist, ihr könnt nur einmal pro Account die Quest machen, sogar nur einmal pro Battle.net Account. Ich habe zwei Battle.net Accounts, zwei Accounts auf einem Battle.net und ich kann diese Tusse nur einmal quasi um ihr Säckchen erleichtern und dementsprechend ist das halt eine bisschen langwierige Angelegenheit. Ich wollte jetzt gucken auf WoW Head, wie die Prozent-Drop-Chance ist. Die ist leider noch nicht bekannt. Ich habe aus den Kommentaren aber so rausgelesen, dass die nicht sonderlich gut sein kann. Ne? Also mal gucken, ob ich Glück habe. 10 Kisten werden wir jetzt aufmachen. Ein paar habe ich auch hier schon gesammelt. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns das beim ersten Opening-Video mal den Kampf an. Achso, mit was für Pets spiele ich? Ich spiele mit Chrominios, mit den Mikrobot XD und D8, einfach um die schnell wegzublasen, ist aber ein relativ einfacher Kampf, das könnt ihr wahrscheinlich mit jeglicher Kombi spielen. Ich will es jetzt bloß einmal hier demonstrieren. Das erste Pet, das jagt sich übrigens immer selber in die Luft, also da könnt ihr einfach auch passen, da passiert eigentlich gar nichts und beschädigt eure Pets so ein bisschen in der hinteren Leiste, also ja. Ich habe hier jetzt den Chromagus am Anfang drin, dass ich hier das Heulen draufhauen kann und damit quasi dann den Plappergei mit dem Kraftzug als nächstes one-shotten kann. Das ist dann immer eine relativ nette Kombi. Dann geht es halt auch einigermaßen zügig. Seht ihr, zack, ist gewone-shottet. Gut, jetzt ist er halt, ich glaube, 2 Runden oder so. Kann er nichts machen, da wird er jetzt halt ein bisschen umgehauen. Das zweite Pet verursacht übrigens auch AE-Schaden. Also der haut so langsam eure Pets in den hinteren Reihen kaputt. Ist aber nicht sonderlich wild. Jetzt haut er uns um. Und jetzt haben wir hier noch einen Humanoiden. Deswegen habe ich hier zwei Roboter drin. Da machen wir einmal aufladen. Und dann die Ionenkanone. Und dann müsste es mit dem Kollegen auch schon gewesen sein. Schauen wir mal. Zack, da ist er weg. Und dann ist der Kampf auch schon gewonnen. Also es ist eigentlich hier relativ simpel. Man kann, wie gesagt, auch wesentlich mehr andere Pets nehmen. Das kann, der Kampf ist nicht sonderlich schwer. Aber hier mit der Kombi geht es halt relativ schnell. So, dann geben wir das ab. Und ihr seht schon, ich mache das mit einem Low-Level-Char. Um EP zu kriegen. Und man bekommt immer, ich bin auch im Warmode, da gibt es ein bisschen mehr. Sind das dann 15% bei der Allianz im Moment? Dann gibt es einmal 9200 EP und 4700. Und ich habe den Char hier stehen, lock nur immer jeden Tag ein, wenn ich dran denke zumindest. Macht es. Und das sind, ja, nicht, also 14.000 EP oder so, was man da kriegt. Das ist schon ganz nice eigentlich, dafür, dass das relativ schnell geht. Und ich habe auch tatsächlich, während ich die Kisten gefarmt habe, schon ein paar Level gemacht. Ne? Also, oder ne, ein paar Level ist übertrieben, ein Level habe ich gemacht. Aber fürs nur nebenbei machen, könnt ihr es mit dem Twink machen, wenn ihr wahrscheinlich wie ich hier ein bisschen länger farmt, macht es tatsächlich Sinn. So, Kampf haben wir bestritten, jetzt machen wir mal 10 Kisten auf. Ziehen wir uns die mal runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haben wir hier. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Grummelbeutel Nummer 1. Okay, das gab nichts. Nummer 2, das gab auch nichts. Okay, ich habe irgendwie mit ein bisschen was Coolerem gerechnet, also grauen Items und diesen Keksen da. 3 hat auch nichts gegeben. Nummer 4.
Okay, ich glaube, das wird hier schon so ein Neta- oder so ein Necrorochen 2.0 Event. Oh boy. Die Hälfte Hammer, 5 Kisten, 5-mal nix. Ach komm. Oh, da ist das Pet drin. Ja, nice. Richtig reingelackt. Richtig reingelackt. Okay, da haben wir das Pet schon. Ja gut. Dann machen wir noch ein paar mehr Kisten auf. Wisst ihr was, Leute? Also wir brauchen eigentlich wollte ich 2 Opening-Teile machen, weil ich halt 20 Kisten habe. Aber wenn wir es jetzt schon raus haben, macht es ja keinen Sinn, einen zweiten Teil zu machen. Wir machen die anderen 10 Kisten auch noch auf, ne? Dann haben wir halt insgesamt 20 und dann lassen wir es bei einem Teil. Wenn ich das Pet schon drin habe, schauen wir, vielleicht kriegen wir noch ein Pet raus. Gucken wir mal. Dann ziehen wir gleich durch und holen uns alle Dinger. Also ein bisschen so, ne? So Aufwärtssteine sind auch mit drin, so wie es scheint. Und ein zweites Pet kriege ich nicht, oder? Mein Gott, hätte ich gar nicht so viele Dailies hier machen brauchen, wenn ich das Pet relativ zügig rauskriege. Also ein zweites Pet fürs Auktionshaus? Nee, gönnt er mir nicht. Aber ich bin vollkommen zufrieden. Easy, jetzt muss ich diese Pet-Battle-Miste nicht mehr machen. Und damit bin ich tatsächlich auch mit allen Pets, zumindest die man in-game holen kann, durch. Jetzt gucken wir bloß, holen wir es vielleicht einmal raus. Den Plappergei. Habe ich jetzt hier einen... Warte mal, das ist ein mechanisches, oder? Ah, schauen wir mal, auch gleich einen mechanischen Upgrade-Stein. Perfekt, drauf mit dir. Und wo haben wir es? Da haben wir den Plappergei. Also ja, es ist halt ein mechanischer Papagei, ne? Ich könnte ihn jetzt für 50, 60, 70k verkaufen, aber nein, ich behalte den. Denn, ja, ich sammle die Pets und dementsprechend ist es einer der letzten in meiner Sammlung gewesen. Gut, ich hoffe, dem einen oder anderen von euch konnte ich auch ein bisschen weiterhelfen bei dem kleinen Opening. Vielleicht farmt ihr den auch wegen Gold und verkauft den. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.